Hallo zusammen! Skatgeschichten inklusive tiefergehender Analyse, das ist in den letzten Wochen etwas kürzer gekommen, denn ich hatte ja viele andere Formate. Ich habe euch das Rocket-Finale gezeigt, 18er Rangliste, SenseGuard Live. An der Stelle übrigens der Hinweis: morgen 21:30 Uhr ist es wieder soweit. Spielt mit, seid dabei, fiebert mit SenseGuard Live. Ich freue mich schon auf euch. Ja, und auch an der Rätselfront habe ich immer viel zu tun, habe auch Dutzende Anfragen für neue Rätselvideos. Also manchmal weiß ich gar nicht, was ich hier zuerst euch zeigen soll. Das ist das Schöne beim Skat, es gibt immer spannende Partien. Jetzt aber mal wieder eine Geschichte, die liegt ein paar Wochen zurück. Letzter Spieltag der ISPA-Gruppe Nord, dritte Serie. Also wir hatten, glaube ich, schon 5 Stunden Spielzeit auf dem Buckel. Da bekam ich in Vorhand folgende Karte: ein paar Herzen, kein Stück Kreuz. Aber fürs Alleinspiel natürlich ein bisschen zu dünn aufgrund der Beikarte. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob ich dann noch 18 gehalten habe oder direkt ausgestiegen bin. Jedenfalls relativ schnell hat Hinterhand das Spiel bekommen und hat dann nach kurzer Überlegung einen Grang angesagt. So, wer der Spieler war, habe ich übrigens auch da. Das ist er hier, Stechi, Andreas Stecher, von dem ich auch ein nettes Foto machen durfte. Also war eine nette Liste mit dir, Andreas. Und was bei diesem Gang passiert ist, das weißt du ja wahrscheinlich noch besser als ich, beziehungsweise mindestens genauso gut. Ich musste mir jetzt natürlich hier erstmal überlegen, wie ich das Spiel eröffne. Denn plausibel kann man wahrscheinlich fast in jede Karte hier reingreifen. Eine Begründung findet sich auf jeden Fall. Zum Beispiel Pik Dame, langer Weg, kurze Farbe, ist aber natürlich gegen einen Grang nicht so günstig. Wo wenig Trümpfe unterwegs sind, will man dem Alleinspieler nicht leicht es machen, ihn in eine lange und starke Farbe einzuschieben. So, Karo 8 oder 9 zum Beispiel aus der 10 zu dritt, auch eine relativ solide Eröffnung, mit der man wenig kaputt machen kann. Sogar der Karo Bube ist hier vielleicht vorstellbar als Trumpfeinschub, um dann den Spieler selber antreten zu lassen, in der Hoffnung auf Kreuz viel zu wimmeln. Aber ich habe mir gedacht, hier gibt es noch eine bessere Alternative, wo ich eben eine Farbe frei bin und mit dem Karo Buben eine Abstichdrohung habe, kann ich einfach mal in meine ganz lange Farbe greifen und dann eben nicht direkt das Ass auf den Tisch. Das möchte ich ja auf Kreuz noch verwimmeln, sondern einfach mal unterdurch. Und der Stich lief dann auch genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Partner in Mittelhand mit der Dame drauf. Das ist jetzt natürlich kein besonders großartiges Angebot. Der Alleinspieler könnte auch auf die Idee kommen, hier abzuschmeißen. Aber er macht schon ein säuerliches Gesicht. Der Stich schmeckt ihm nicht und das liegt eben daran, dass er noch Angst hat, dass ihm ein Ass abgestochen wird mit dem Karo Buben. Also nach einer gewissen Überlegungszeit sticht er dann doch ein und hat jetzt erstmal wenig überraschend den Buben abgezogen. Von meinem Partner fiel die Karo Lusche, was mich natürlich ganz spontan zu dem Gedanken verleitet hat, dass der Alleinspieler noch Karos in der Hand hat, dass das hier die kurze Farbe war. Das schon mal nur so als kleine Randbemerkung. Meiner Karo 10 habe ich jetzt natürlich durchaus Stiche zugetraut. Und jetzt kam hier im dritten Stich die Kreuz 8. Und da ist natürlich die Frage: wie sollte ich diese Kreuz 8 behandeln? Welche Karte sollte ich jetzt spielen und warum? Gut, dass ich hier überhaupt diese Frage so stelle, gibt euch vielleicht schon einen kleinen Hinweis, dass die Karte, die vielleicht am offensichtlichsten erscheint, hier das Herz Ass zu wimmeln, dass das nicht die beste Idee ist. Und trotzdem muss man sagen, sie erscheint offensichtlich, sie erscheint logisch, denn mein Partner wird natürlich den Stich machen. Wir wissen schon, dass Herz die Stechfarbe ist und ich habe auch noch weitere Karten, die ich wimmeln kann. Also warum hier nicht das Herz Ass reinknistern? Ich selber muss eben zugeben, dass ich das ohne so tief nachzudenken aus der Lameng auch mal wieder so gespielt habe. Und ich habe auch schon diverse gute Spieler aus meiner Mannschaft hinterher gefragt, was hättet ihr denn jetzt in dem Stich gemacht? Und die meisten haben zum Glück auch gesagt: ja, erstmal Herz Ass. Hat gar keiner so richtig drüber nachgedacht. Und das war hier genau das Problem. Man sollte natürlich immer ein bisschen nachdenken und natürlich kann man jetzt nicht die komplette Verteilung schon kennen und man kann nicht alle Varianten ausrechnen. Aber man sollte wissen, man sollte auf die Idee kommen, dass die Kreuz 8 eine Karte ist, mit der Alleinspieler hier versucht, sich seine lange Farbe zu etablieren, also hochzuspielen, sprich die fehlenden vollen Karten da rauszulocken. Und es kann natürlich sein, dass der Alleinspieler 5-mal Kreuz hat. Sagen wir mal so, es kann sogar sein, dass er 6-mal Kreuz hat und ihm nur die 7 fehlt. Dann ist das ein Bluff und dann machen wir aber sowieso nur einen Stich. Dann ist an sich jede Überlegung
ja, ohne Bedeutung. Dann passiert nichts, egal was wir machen. Es kann auch sein, dass er fünfmal Kreuz hat und nur die 7 und das Ass fehlt. Dann wäre es aber sehr unwahrscheinlich, dass er im Aufschlagstich die drei Augen sticht. Also kaum vorstellbar. Und deswegen wird er sehr wahrscheinlich nur vier Kreuzen haben. Und wenn er dann eben die 8 spielt und nicht mindestens 9 Dame oder König, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Partner sogar zwei Stiche in Kreuz macht. Na, zum Beispiel Ass 9, 7. Unwahrscheinlich, dann hätte der Spieler die Dame gespielt. Dass also mein Partner das Ass hat, eher schon nicht vorstellbar, dann wäre es ein sehr schlechter Gang. Aber er wird wahrscheinlich die 10 zu dritt haben. 10 Dame Lusche oder 10 König Lusche. Und dann macht er eben zwei Stiche und jetzt wird es interessant, der Alleinspieler hat nur noch einen Buben. Das heißt, der bekommt in diesem Spiel ein Tempoproblem und kann sich dann im Spielverlauf wahrscheinlich gar nicht das erlauben, alle Kreuzstiche noch hochzuspielen. Mit anderen Worten, die Verteilung ist ausgesprochen ungünstig für ihn. Wir haben ihn im ersten Stich schon auf dem falschen Fuß erwischt, wo er nur drei Augen gestochen hat. Und jetzt wäre es eben sinnvoll gewesen, hier das blank stehende Bild, die Pik Dame, zu schmeißen, damit die später nicht Beute des Alleinspielers wird. Ja, habe ich aber auch nicht gemacht, bin ich auf diese Idee nicht gekommen, sondern habe hier Herz Ass gelegt. Dann ist Folgendes passiert. Kreuz Dame von meinem Partner. In der Tat, das erzählt mir ganz sicher, dass er noch die 10 bestellt hat und entweder 4 Kreuzen hat und der Alleinspieler 3, aber wahrscheinlich hat der Alleinspieler eben 4 und startet mit seiner längsten Farbe, wollte sich hier die ganze Kreuzbatterie hochspielen. Hat jetzt nicht geklappt, so wie es stand. Und jetzt kam von meinem Partner das Karo Ass. Ja, Alleinspieler überlegt auch einen kleinen Moment, dann sticht er aber. Also Karo war tatsächlich nicht die kurze Farbe meines Partners, sondern mein Partner hatte genau die Herz-Dame und sonst von jeder Farbe drei. Er hat eben die Kreuz-10 zu dritt, er hat die Pik-10 zu dritt, wie sich noch gleich herausstellt, und er hat das Karo-Ass zu dritt mit Dame-7. Die Karo-7 abzuwerfen war die beste Karte, die er treffen konnte. Er hatte an sich keine Alternativen. Ja, ich lege eben die Lusche. Und jetzt hat der Alleinspieler gar keinen Buben mehr und kann an sich nur noch seine Vollen hinziehen. Er zieht einmal das Kreuz Ass, wo er von mir eine Lusche bekommt. Und er zog das Pik Ass und jetzt kommt eben das Problem. Ich habe eben die Pik Dame noch in der Hand. Wenn ich die vorhin abgeworfen hätte, könnte ich jetzt eine Herz Lusche entsorgen. So muss ich diese Dame legen, von meinem Partner die 7. Und der Alleinspieler Schmiss erleichtert die Karten in die Mitte. Hier, Rest ist bei euch. Wie ich schon sagte, er hat natürlich noch Kreuz in der Hand und Pik. Und der Alleinspieler hatte aber das Spiel mitgezählt und jetzt mit 61 gewonnen, denn er hatte 14 Augen im Keller. Herz 10 und Karo König können wir hier gerade mal einmal nochmal überprüfen und durchzählen. 14 Augen gedrückt, gestochen auf 19, Buben geholt auf 23, Karo Ass gestochen auf 36, jetzt noch die beiden Asse gezogen und das Pflichtbild in Pik bekommen auf 61, also ein knapper Sieg. Die 14 Augen im Keller, sicher auch die Begründung, warum dieses Spiel mit Ass zu viert, Ass zu dritt und drei Buben in Hinterhand als Grang spielbar ist. Der Alleinspieler hat aber aus meiner Sicht hier auch nicht alles perfekt gespielt. Er hätte eben nach diesem Bubenstich sicher mal besser direkt das Pflichtbild in Pik abgezogen. Pik Ass 9, 8, wenn da nicht alle vier in einer Hand stehen, dann bekommt er das Bild. Damit hätte er sich dann ein bisschen mehr Kontrolle verschafft, um gegen einen möglichen ungünstigen Kreuzstand, wie er jetzt ja auch der Fall war, das Spiel auf 61 zu stellen, falls er noch ein Ass bekommt. Jetzt war er gewissermaßen ein wenig darauf angewiesen, dass ich eben hier unscharf oder unsauber spiele in dem Moment. Es hätte durchaus passieren können, dass ich jetzt die Dame werfe und dann gewinnt er das Spiel nicht mehr. Es sei denn, auch das sollte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, wenn er hier auf die Idee kommt, das Karo Ass nicht zu stechen, sondern da eine Pik Lusche abzuwerfen, dann wird er das Spiel letztlich gewinnen, sofern er die Karte genauso stellt, weil der Spieler hier eben eine ganze Menge dunkle Karten hat und ihm letztlich dann doch wieder einspielen muss und er sich seinen Kreuz-König-Königstich noch hätte etablieren können. Ich glaube aber nicht, dass er mit verdeckten Karten auf die Idee gekommen wäre, denn wenn der letzte Bube raus ist, dann noch vom Stich zu gehen, in der Hoffnung wieder eingespielt zu werden, wo so viele dunkle rote Karten fehlen, das hätte er, glaube ich, nicht gemacht. Also Karo Ass wird er auch dann stechen, ja, und dann verliert er eben das Spiel.
Also, herzlichen Glückwunsch hier nochmal an Stechi. Der hat es gut dann vorgetragen, clever mit 61 gewonnen. Ich stand ein bisschen betröppelt da. Mir ist es natürlich hinterher sofort aufgefallen: Mensch, 61 hat er und du hast die Pik Dame nicht abgeworfen. Hast einfach hier in dem Moment die Drohung in dem Spiel nicht korrekt bewertet, obwohl eigentlich schon eine Menge Informationen vorhanden waren. Also kann man mal wieder sehen, beim Skat lernst du nie aus, du brauchst Erfahrung, du brauchst den Instinkt und du musst dich immer wieder reinversetzen in das jeweilige Spiel, in die Karte, in die Drohungen, die da unterwegs sind und dann versuchen, die beste Entscheidung zu treffen. So, dann wollte ich mich an dieser Stelle auch noch mal einmal bedanken, explizit bei meinen Top-Patreons, die mich jeden Monat sehr großzügig unterstützen. Also hier nicht nur im Abspann des Videos mal nennen, sondern auch auf diesem Weg einmal vielen Dank an Riju, an Redo, an Ralf Schreder, Stefan Klink und Stefan Mutschelder. Danke, Jungs. Ich weiß diese großzügige Unterstützung sehr zu schätzen. Ja, und dann abschließend noch erneut der Hinweis: morgen 21:30 Uhr wieder Livestreams. Ja, und wir sehen uns mit weiteren Videos, mit weiteren Skaträtseln und Geschichten. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.